Der Fraktionsvorsitzende der FDP, Christian Dürr, Bundestagsabgeordneter, taxiert die deutschen Staatsschulden auf ungefähr so 1 Billion Euro bei Markus Lanz und beweist damit, dass die FDP weder in der Ampel noch überhaupt eine Legitimierung in der Regierung hat. Und damit sanfte Grüße, meine Freunde des kritischen Denkens. Ja, und all die Leute, die dachten, dass die FDP für freie Marktwirtschaft, für ökonomischen Sachverstand und so weiter steht, die sollten ihre Meinung in Zukunft nochmal überdenken. Weil die FDP schafft es nicht mal, bei den Zahlen aktuell noch in irgendeiner Art und Weise die Realität darzustellen. Und da sind wir dann auch schon die ganze Zeit beim Haushaltsdefizit, bei der Generationenbilanz und bei noch viel, viel weiteren Dingen. Es geht hier nämlich darum, dass Christian Dürr hier bei Markus Lanz gefragt wurde, wo denn ungefähr die deutsche Staatsverschuldung aktuell ist. Und er meinte dazu ganz flapsig, ja, so ungefähr bei 1 Billion Euro. Das Ganze kann man dann auch ganz einfach hier korrigieren, hat jemand auf X auch getan, und zwar der User SAM. Ja? Oh, der folgt mir gerade, sehe ich. Schuldenstand Deutschland am 7.12. ist nicht bei etwa 1 Billion, sondern 2,5 mal größer, 2,5 Billionen. Und dann hat er nochmal dargestellt, das entspricht ungefähr 29.705 Euro Schulden pro Kopf, und das Wachstum dieses Schuldenbergs beträgt pro Tag ungefähr 165 Millionen Euro. Jetzt gibt es noch Sonderschulden, hier schön dargestellt, weil Sondervermögen sind keine Sondervermögen, sondern es sind Sonderschulden von ca. 869 Milliarden Euro, die hier nicht mit in diesen Schuldenberg eingerechnet sind. Also man sieht hier, ne, das starke Anwachsen des Schuldenbergs, wobei natürlich hier auch immer die Staatsschuldenquote mit eine Rolle spielen sollte. Also wenn man das Wirtschaftswachstum hier nicht mit berücksichtigt, dann sind solche Graphen sowieso nicht ganz aussagekräftig. Aber sind sie sowieso nicht, denn das, meine Damen und Herren, sind nicht die deutschen Staatsschulden. Die eigentlichen Staatsschulden sind über 17 Billionen Euro. Das heißt, Christian Dürr mit seiner 1-Billion-Schätzung ist um den Faktor 17 zu wenig gewesen. Und dass man das als FDP-Politiker nicht weiß, ist einfach schlimm. Wenn man das als FDP-Politiker weiß, aber nicht anspricht im Fernsehen, weil, ich erinnere an Thomas de Maizière, er wisst ihr noch, wer das war? Ja, das war der, der gesagt hat, Teile meiner Antwort könnten die Öffentlichkeit und die deutsche Bevölkerung verunsichern. Wenn man das also weiß und nicht sagt, ist man ein noch schlechterer FDP-Politiker, der ja eigentlich für Freiheit, Wachstum, Wohlstand und Transparenz stehen sollte, oder nicht? Genauso verhält es sich aber bei den Staatsschulden. Und die Zusammenhänge sind hier eigentlich recht einfach zu erklären. All die ganzen expliziten Staatsschulden sind zum Beispiel jene, wenn der Staat neue Anleihen ausgibt. Ne, nehmen wir mal an, einfach in einem Volumen von 1 Milliarde Euro werden Staatsanleihen ausgegeben, weil mal wieder das Steueraufkommen nicht ausreicht. Der Staat sich aber ganz adäquat gemäß Schuldenbremse und so weiter ein bisschen verschulden will, 0,35% oder was genau, weiß ich nicht, was es ist, was laut Schuldenbremse erlaubt ist. Und es werden neue Anleihen ausgegeben. Es entsteht eine neue Staatsschuld. Diese wird mit in den expliziten berechneten Schulden eingerechnet. Der massive Löwenanteil der Staatsschulden sind aber implizite Staatsschulden. Das sind Staatsschulden, wie zum Beispiel all die ganzen Millionen und Milliarden und Billionen an Pensionsverpflichtungen von den ganzen Gebietskörperschaften und so weiter, von allen möglichen unterschiedlichen Bundesländern. Und zwar alles, was nicht so leicht quantifizierbar ist,
weil es erst in der Zukunft anfällt. So, und jetzt gibt es ja zum Beispiel für Unternehmen, jeder Unternehmer weiß das, ja, wenn man die Buchhaltung macht oder das Steuerbüro das die Buchhaltung macht, dann hat man am Ende immer eine Jahresabschlussbilanz und so weiter. Ich kriege zum Beispiel von meinen Steuerberatern dann immer ein Informationsblatt. Ja, die schicken mir dann den Jahresabschluss, die Bilanz. Ich prüfe das natürlich, weil ich muss das am Ende unterschreiben. Da wird dann genau dargestellt, ah okay, so und so viel Verbindlichkeiten, so und so viel Vermögenswerte. Und ich als Gesellschafter muss das unterschreiben, weil es gibt nämlich sogenannte auch Rechnungslegungsstandards und so weiter, gerade für die großen Unternehmen. Da kannst du nicht einfach so in deine Bilanz reinschreiben, was du so ungefähr willst und was nicht, sondern es gibt hier ganz strikte Vorgaben. Für Staaten jedoch gibt es diese nicht. Und deswegen werden eben ganz viele implizite Schulden, also Verpflichtungen Sachen, die in Zukunft noch anfallen, zum Beispiel bei Pensionsverpflichtungen, kommen die einfach gar nicht mit rein. Das ist der eine Grund. Und der andere Grund ist der, dass man natürlich politisch gesehen auch ganz genau weiß, würde man diese impliziten Staatsschulden tatsächlich auch berücksichtigen in den öffentlichen Debatten und so, und würde man darüber reden, ja, dann würden die Leute ganz, dann würde die Kinnlade ganz weit nach unten auf einmal fallen, ja? Das ist so ein bisschen damals, wie Henry Ford gesagt hat, würden die Menschen das Geldsystem verstehen, hätten wir morgen die Revolution. Und ja, bei mir, ich bin unabhängig, ich kann hier sagen, was ich will. Ich sage immer, man muss für Ehrlichkeit und Transparenz stehen. Und deswegen ist es auch völlig adäquat, über die gesamte Schuldenlast zu sprechen. Also explizite plus implizite Staatsschulden. Ja, und das könnt ihr auch gerne mal hier, wenn ihr wollt, nachschauen in diesem Dokument. Da ist es nochmal richtig schön dargestellt. Und zwar hier: Ehrbarer Staat, die Generationenbilanz von der Stiftung Marktwirtschaft, die machen nämlich eine tatsächliche nachhaltige Schuldenkalkulation. Und hier könnt ihr das Ganze auch mal grafisch darstellen. Und das ist wirklich das perfekte Bild, was sie hier verwendet haben, ne? Mit diesem Eisberg. Das ist nämlich nur der Teil, auf den sich die ganze politische Diskussion bezieht. Egal ob im Bundestag, egal ob bei Markus Lanz, egal ob in irgendwelchen anderen Talkshows, es geht immer nur um den sichtbaren Teil, ja, des Eisbergs. Aber der Eisberg hat natürlich noch ein ganz, ganz, ganz dickes Fundament. Der schwebt nicht einfach so wie so eine kleine Eisscholle oben auf der Oberfläche, sondern der hat ein riesiges Fundament. Ja, und das müssen wir auch berücksichtigen. Also tolles Bild, was hier gewählt wurde. Und jetzt schauen wir einfach mal hier kurz auf Seite 6. Da sehen wir es nämlich, ja, die expliziten plus impliziten Staatsschulden zusammen ergeben aktuell 17,3 Billionen Euro. Und hier unten haben sie das Ganze noch mal ein bisschen mehr aufgedröselt. Da seht ihr sogar, dass jetzt, hier nehmen wir mal das Jahr 2022 als Beispiel, dass halt einfach die impliziten Staatsschulden den Löwenanteil, nämlich 85% im letzten Jahr hier ausgemacht haben von der Gesamtschuldenlast. Jetzt müsst ihr euch das mal vorstellen. Ihr habt irgendwo im privaten Bereich beispielsweise mit eurer Ehefrau zusammen oder mit euren anderen Familienmitgliedern oder mit euren Freunden und so. Ihr habt irgendwo ein Haus, was ihr irgendwie finanziert habt oder irgendein Projekt, was ihr gemeinsam macht, und ihr würdet einfach 85% der jeweiligen Probleme oder des Elefanten im Raum gar nicht berücksichtigen und würdet das einfach ignorieren. Das ist so viel, als ob das Haus einfach gerade abbrennt, ja? Also 85% eures Hauses brennt gerade ab, aber das Zimmer, ihr seid gerade im Keller irgendwie und der Keller brennt ja gerade nicht, also denkt ihr euch, müssen wir ja gar nicht berücksichtigen, dass der Rest des Hauses gerade brennt. Ja, oder in einem Unternehmen. Ihr habt massive Verpflichtungen und Verbindlichkeiten, die ihr in Zukunft zahlen müsst. Und ihr habt in aktuellen Situationen habt ihr gar nicht die notwendige Finanzierung, um diese jemals langfristig zu decken. Aber ihr sagt euch, ja, heute, dieses Jahr müssen wir die ja noch nicht zahlen. Also können wir uns ja einfach zurücklehnen. Eure ganze Planung wird komplett verzerrt sein. Ihr habt gar keinen langfristigen Ausblick mehr. Und wisst gar nicht, was da noch auf euch zurollt. Und deswegen sagt man sich, wenn wir uns einfach davor verstecken, wenn wir einfach
die Augen zuhalten, Kopf in Sand, dann wird vielleicht auf magische Art und Weise eine Zauberfee kommen und in Zukunft so schnipsen. Und vielleicht hat diese Zauberfee künstliche Intelligenz, ja, oder Robotik oder irgendetwas anderes. Und dann werden wir da schon irgendwie durchkommen. Und mit dieser Art und Weise wird diese Regierung hier geführt. Absolute Clownshow.